Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder eine Prediction und zwar zum zweitgrößten Turnier nach der WM im Jahr. Das World Matchplay steht nämlich an, auch noch das Women's World Matchplay steht an und erstmal ein paar Sachen zum World Matchplay. Wie gesagt, ein sehr wichtiges Turnier nach der WM, das größte Turnier im Winter Gardens, einer legendären Location, wahrscheinlich der schönsten Location. Der Lieblingsspielort von vielen Spielern. Es ist einfach ein unfassbar geiler Vibe. Es ist auch ein Sommerturnier. Also es ist ein extrem geiles Turnier. Und warum ist es so wichtig? Es wird extrem viel Preisgeld ausgeschüttet. Der Sieger allein bekommt 200.000 Pfund aufs Konto. Und das Wichtigste dabei ist natürlich auch, es geht in die Rangliste ein. Wenn man jetzt zum Beispiel die Premier League anschaut, das ist auch ein Turnier mit extrem viel Preisgeld, wo der Sieger und alle Spieler viel Preisgeld bekommen, aber das Preisgeld fließt nicht mit in die Weltrangliste ein. Somit ist es nicht so relevant wie das World Matchplay. Also ganz einfach eigentlich. Und zudem ist es auch noch ein besonderes Turnier, weil es von der Qualität her, wenn man sich die Spiele anguckt, wahrscheinlich das beste Turnier im Jahr ist. Von der Dichte her einfach, würde ich sagen, weil man hat keine internationalen Qualifier, was das Niveau halt zum Beispiel bei der WM immer ein bisschen runterzieht und man hat auch nicht so viele Qualifier und es ist extrem schwierig, sich dafür zu qualifizieren. Welche Spieler sind denn überhaupt dabei? Einmal die Top 16 der Hauptweltrangliste, also der Order of Merit sind dabei. Das sind dann halt so Spieler, Luke Humphries, Michael Smith, Nathan Aspinall, Mike van Gerven, Gervin Price, solche Spieler eben, die man kennt. Dazu kommen die Top 16 der Pro Tour Order of Merit, was eine Einjahresrangliste ist und da sind eben alle Spieler drin, ja, die über ein Jahr das meiste Preisgeld bei der European Tour und den Players Championship Turnieren eingespielt haben. Die Qualität ist also rundum richtig hoch, keine schwachen Spieler, vielleicht hier und da gibt es einen Underdog, einen klaren Underdog vielleicht auch, aber es ist qualitativ extrem hoch und die Distanzen sind lange, das heißt, es ist auch viel möglich. Extrem geiles Turnier, ihr hört schon, ich schwärme sehr davon, es macht richtig Bock eigentlich immer, die Qualität ist halt immer sehr groß und ich würde sagen, wir fangen, bevor wir hier anfangen mit der kompletten Prediction, wo ich wirklich jedes einzelne Spiel durchtippe, will ich noch ein paar Kategorien durchgehen und das haben wir eigentlich auch meistens so gemacht, wir gehen den formstärksten Spieler durch, den Newcomer des Turniers, vielleicht ein paar Underdogs und natürlich die geilsten Spiele aus Runde 1 schauen wir uns auch noch an, machen wir sowieso bei der Prediction dann auch, aber damit würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Kommen wir zu den formstärksten Spielern und das ist ganz klar nach seinem World Cup Sieg ein Luke Humphries, was der da im Finale beim World Cup hingelegt hat, unfassbar, einen individuellen Average von 113 Punkten, ich glaube 4 High Finishes waren es und zwar richtig krasse und ja, was soll man einfach sagen, der ist einfach die letzten 9 Monate so unfassbar gut in Form gewesen, hier und da mal ein bisschen eingebrochen von der Leistung her, aber das war dann auch nicht bei wichtigen Turnieren oder so, ist dann meistens ja sehr konstant gewesen über die letzten 9, wenn nicht sogar 12 Monate. In den 9 Monaten hat er 5 Major-Titel gewonnen, unter anderem die WM und er hätte ja auch noch 2 Major-Titel mehr gewinnen können, denn er war bei den UK Open im Finale, hat da im Decider verloren gegen Vandenberg und war auch im Premier League Finale gegen Luke Littler da dann ein bisschen deutlicher verloren, aber trotzdem, der war auch relativ nah dran am Premier League Titel. Also er hätte theoretisch 7 Major-Titel in 9 Monaten holen können. Und das mit dieser Konkurrenz, Darts ist so gut wie nie vom Niveau her. Und da denn so dominant zu sein wie Luke Humphries, er hätte ja noch dominanter sein können. Das muss man schon einfach nur sagen, auch die letzten Wochen waren wieder richtig stark von ihm. Luke Humphries ist einer der Top-Spieler aktuell und wahrscheinlich der beste Spieler der Welt. Kann man sich streiten mit Luke Littler und damit auch die Überleitung zum zweiten formstärksten Spieler. Es ist Luke Littler. Ja, er hat jetzt bei den letzten beiden Players Championship Turnieren schwach gespielt für seine Verhältnisse, aber ich will die Players Championship Turniere immer nicht überbewerten, weil es eben Floor-Turniere sind, das heißt ohne Zuschauer, ohne die Fans und sein letztes Turnier davor müssten dann die Poland Darts Masters gewesen sein, die er dann auch gewonnen hat. Also auch Luke Littler ist einer der formstärksten Spieler aktuell, da kommt man einfach nicht drum rum. Zudem möchte ich auch noch Josh Rock erwähnen als dritten Spieler, der sehr formstark in dieses Turnier geht. Hat einen European Tour Titel geholt jetzt in den letzten Monaten, seinen ersten in seiner Karriere. Beim World Cup hat er mir richtig gut gefallen und ja, der ist einfach gut in Form, der Junge aktuell. Deswegen auch der, für mich gehört er zu den formstärksten Spielern auf der Welt. Kommen wir mal zu drei Spielern, die sich bei dem Turnier vielleicht so ein bisschen beweisen müssen, wenn man das so sagen kann. Und das wäre für mich zum einen natürlich Maike van Gerven. Der hat das Turnier vor 2 Jahren gewonnen. Das heißt, ihr wisst, die Order of Merit ist eine 2-Jahres-Rangliste. Alles, was man vor 2 Jahren gewonnen hat, in diesem Fall ist es eben das World Matchplay, fällt aus der Weltrangliste raus. Das heißt, 200.000 fallen raus aus der Weltrangliste für Maike van Gerven.
schadet ihm jetzt noch nicht zu krass. Damit würde er theoretisch an Michael Smith vorbeirutschen und wäre dann die Nummer 4 der Welt nur noch. Das ist jetzt nicht das Dramatischste, aber trotzdem, es geht jetzt in eine sehr wichtige Jahreshälfte für Mike van Gerwen, in denen er sich ja keine großen Fehler erlauben darf und nicht zu viel Preisgeld verlieren darf, weil es ihn sonst aus den Top 4 der Welt haut. Und das wäre dann auf jeden Fall schon eine große Überraschung, Mike van Gerwen nicht mehr in den Top 4 oder Top 5 der Welt zu sehen. Deswegen, jedes Turnier ist ab jetzt richtig wichtig für ihn. Und zudem muss er sich natürlich auch noch in Runde 1 gegen Luke Littler beweisen. Das Spiel in Runde 1, unfassbar, dass wir es in Runde 1 sehen dürfen. Vielleicht das einzige Mal in der Geschichte, dass wir dieses Spiel in Runde 1 wirklich gucken dürfen beim World Matchplay. Das heißt, in diesem Spiel steht einfach schon viel für ihn auf dem Spiel. Und als Preisgeldverteidiger in dieses Turnier zu gehen und dann in Runde 1 auf Littler zu treffen, ist ein extrem hartes Los. Wahrscheinlich das härteste Los, was man bekommen kann. Ich bin gespannt, deswegen, er muss sich hier wirklich beweisen. Und van Gerwen, auf dem lastet jetzt wirklich mal Druck für dieses Turnier. Ansonsten würde ich vielleicht noch Peter Wright nennen, der sich immer beweisen muss eigentlich. Denn bei Wright wartet man eigentlich, wann kommt die gute Form wieder? Kommt sie überhaupt wieder? Und dafür ist so ein großes Turnier natürlich wichtig. Hier kannst du noch mal ein bisschen Preisgeld einspielen. Und was sich dann länger an den Top 10 der Welt hält, in den Top 16 der Welt hält. Sowas ist extrem wichtig. Und man guckt bei Wright halt einfach immer drauf. Wie performt er? Bricht er immer noch weiter ein? Wie oft wechselt er die Darts und alles? Das guckt man drauf. Und deswegen muss er sich hier auch beweisen. Für mich ist es auch noch ein Gervin Price, der mir wieder zeigen muss, dass er einen guten Run bei einem großen Turnier auch ja, machen kann. Das hat er irgendwie länger nicht mehr gezeigt und ewig gefühlt keinen Titel mehr gewonnen. Seit über einem Jahr, glaube ich, auch keinen Ranking-Titel mehr geholt. Solche Turniere sind dann eben das Ding, wo man sich mal beweisen muss. Er war vor 2 Jahren auch im Finale, also fällt auch wieder ein bisschen Preisgeld raus für ihn aus der Rangliste. Es ist also kein unwichtiges Turnier. Price muss irgendwie in Form kommen und wieder Titel gewinnen. Das heißt, so ein Turnier, da sind die Augen auch wieder auf ihm. Newcomer des Turniers ist natürlich Luke Littler, das ist ganz klar, selbstverständlich. Er ist zum ersten Mal beim World Matchplay dabei. Auf ihm sind immer alle Augen. Er ist der beste Spieler, wahrscheinlich zusammen mit Humphries aktuell. Und natürlich ist er der Newcomer des Turniers. Allerdings muss man auch Rian van Veen erwähnen, der auch ein unfassbar gutes Talent ist und der einfach ein bisschen im Schatten von Luke Littler steht. Aber er ist eigentlich auch ein Riesentalent. Und er ist auch zum ersten Mal beim World Matchplay dabei. Und auch da sollte man alle Augen drauf haben. Littler und van Veen, also extrem spannende Newcomer. Wer sind die Underdogs für dieses Turnier? Für mich einmal Martin Schindler, dem man irgendwie nicht so den großen Run bei einem Major-Turnier zutraut wahrscheinlich. Vielleicht durch seinen European-Tour-Titel mehr Leute, aber immer noch jemand, er ist jemand, der jeden Spieler schlagen kann und vielleicht hat er jetzt das größte Selbstbewusstsein, was er jemals hatte in seiner Karriere und mal sehen, wie weit er es schaffen kann. Er hat einen schweren Turnierbaum, aber ich glaube, den muss man für dieses Turnier auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Dann für mich auch noch einen Joe Cullen, den man immer auf dem Schirm haben muss, eigentlich so als kleiner Underdog, weil er gehört eben nicht zu den ganz großen Namen, aber auch er kann jeden schlagen. Wenn der ein gutes Turnier hat, kann er sogar den Titel mal gewinnen. Vielleicht so ein Run wie Aspinall letztes Jahr, das ist möglich, sehe ich bei einem Cullen. Ob er es macht, ist dann die andere Frage, aber ich traue es ihm auf jeden Fall zu. Auf jeden Fall Underdog ist auch Richie Althaus, der eine super erste Jahreshälfte gespielt hat, sich für dieses Turnier einfach nur verdient qualifiziert hat durch gute Leistungen und konstant gute Leistungen. Natürlich hat er jetzt keinen Titel gewonnen, das fehlt im Prinzip, aber er hat auch große Namen geschlagen, also auch der kann gefühlt jeden schlagen. Ob er es jetzt beim World Matchplay schafft, ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer, aber Richie Althaus ist ein Name, den wahrscheinlich die meisten nicht kennen. Na gut, die Leute, die das Video hier gucken, viele werden ihn natürlich kennen, aber außerhalb davon, ich glaube, der ist ein bisschen underrated einfach, weil er keine wirklich große Persönlichkeit ist oder so und die riesen Aufmerksamkeit auf sich zieht, aber auch ein sehr gefährlicher Spieler. Er ist für mich der dritte Underdog. 3 Spieler aus Runde 1, die ihr auf jeden Fall verfolgen müsst, sind natürlich Van Gerwen gegen Littler. Das ist ein No-Brainer, das muss man sich einfach reinziehen. Unfassbar gutes Spiel. Und auch ein No-Brainer ist Michael Smith gegen Gary Anderson. Dass man das in Runde 1 hat, so ein Spiel, ist einfach nur unfassbar. Das muss man sich auch einfach reinziehen. Zudem würde ich auch noch sehr Schindler gegen Vandenberg empfehlen. Ich glaube, das könnte sehr, sehr spannend werden, sehr, sehr knapp werden. Und vielleicht schafft Schindler den großen Coup und ist dann in Runde 2 und schlägt Vandenberg. Also da freue ich mich auch sehr drauf. Dann kommen wir jetzt endlich mal für die Prediction für das ganze Turnier. Ich werde jedes Spiel predicten. Wir fangen einfach direkt an. Humphries gegen Pietrzko fangen wir hier links oben an. Und da muss ich einfach sagen, kann ich nur mit Luke Humphries gehen. Da fällt es mir schwer, dran zu glauben, dass Pietrzko das schafft, hier zu gewinnen. Zudem muss man 10 Legs gewinnen, um zu gewinnen. Mindestens, es kann auch in die Verlängerung gehen sogar.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Humphries das aber hier abgibt. Ich glaube, es wird ein deutlicher Sieg für den Weltmeister. Bunting gegen Joyce ist dann schon auf jeden Fall knapper. Bunting und Joyce eigentlich auch gut in Form gewesen jetzt. Bunting seinen höchsten Average gespielt. Ich gehe hier mal mit Bunting. Könnte aber auch so ein kleiner Überraschungssieg werden für Ryan Joyce, der auch underrated ist. Den hätte man auch als Underdog für das Turnier nehmen können. Immer ein guter Spieler. Clayton und Barney ist für mich dann so ein 50-50-Ding eigentlich. Clayton jetzt noch einen Titel gewonnen in der vergangenen Woche. Aber wie gesagt, die Players Championship-Turniere will ich nicht zu hoch bewerten. Barney hier und da immer mal gut abgeliefert. Ich tue mich hier schon direkt schwer, aber einfach, ich glaube, Clayton, komm, findet wieder zu seiner World-Matchplay-Form, kann überzeugen und schlägt Raymond van Barneveld. Sehr interessantes Duell. Eines der Spiele, die ich gerade angesprochen habe, waren Vandenberg gegen Schindler. Und da freue ich mich sehr, sehr groß drauf. Es ist für mich auch ein 50-50-Ding. Ganz schwierig einzuschätzen. Vandenberg mag das World Matchplay. Schindler hingegen ist so gut in Form wie eigentlich noch nie. Es ist so ein 50-50-Ding. Ich finde generell in der ersten Runde, als ich das gesehen habe, was da für Duelle sind, es war so viel 50-50 für mich. Ich habe noch nichts durchgetippt, also ich tippe jetzt zum ersten Mal den Turnierbaum durch. Aber so viele Duelle, die in die eine und die andere Richtung gehen können, es ist unfassbar. Ich gehe hier einfach mal mit der vielleicht auch deutschen Brille rein und sag, Schindler schafft hier den Sieg gegen Vandenberg, wird aber unfassbar schwierig, da bin ich euch ganz ehrlich, kann auch in die andere Richtung gehen. Price gegen Gurney, auch hier, wie gesagt, Derek Gurney, letztes Jahr gut performt beim World Matchplay, hat da auch, glaube ich, Anderson rausgenommen, also der kann die großen Namen über diese Distanz schlagen. Price, schwierig einzuschätzen, wie der jetzt performen wird, war jetzt beim World Cup nicht dabei, hat da abgesagt, Price bin ich mir aktuell sehr unsicher, was der da aufs Parkett zaubert, hat aber auch vor ein paar Wochen wieder einen Titel gewonnen. Also ich bin mir wirklich, ja, unsicher. Ich gehe hier mal mit Price, ist wahrscheinlich der sichere Pick. Kann mir auch gut Gurney vorstellen, der Price hier in einem falschen Moment erwischt und wenn Price dann hinten raus wieder keinen Bock hat im Match und dann wieder die Darts lustlos wegwirft, dann geht es auch mal ganz schnell, dass Gurney hier gewinnt. Weiteres 50-50-Duell. Ross Smith, Josh Rock. Ross Smith auch underrated, unfassbar gut in Form. Rock natürlich offensichtlich ja gut in Form durch seinen Titel und sein Auftreten beim World Cup. Tue ich mich extrem schwierig, auch hier einen klaren Gewinner rauszutippen. Ich sag einfach mal, Ross Smith, der so viele knappe Spiele bei großen Turnieren hatte, nimmt tatsächlich mal hier Josh Rock raus, als Underdog wahrscheinlich geht er in dieses Spiel, aber nimmt hier Rock raus. Espinel Woodhouse. Espinel hat tatsächlich mit einer Ellbogenverletzung zu kämpfen und wird auch nach dem World Matchplay, also jetzt nicht, er wird noch dabei sein, aber nach dem World Matchplay wird er erstmal eine Pause machen. Wie lange die ist, keine Ahnung, aber halt wahrscheinlich bis die Verletzung wieder auskuriert ist und da sollte man sich lieber mehr als weniger Zeit nehmen, weil sonst natürlich die Rückfallgefahr auch wieder groß ist, vor allem für Dartspieler, wo alles hier im Arm von Schulter, Ellbogen, Handgelenk, was denn alles doch, wenn man es wirklich so intensiv macht wie ein Profi, sehr belastet ist. Ich glaube aber, Espinel schafft die erste Runde noch, glaube ich, könnte aber auch schon direktes Aus sein, weil Woodhouse ein ekliger Gegner ist, positiv gemeint. Woodhouse kann auf jeden Fall richtig gutes Timing-Monster sein und dann einfach mal die Doppel treffen und dann geht sie auch ganz schnell für Espinel. Ich mache hier aber nochmal den sicheren Pick. Noppert gegen Wade. Die Form spricht für mich nicht für Wade, der mich nicht überzeugt hat. Noppert hat mich eher überzeugt, deswegen gehe ich hier mit Noppert tatsächlich. Bin aber sehr gespannt auf James Wade. Und jetzt kommen wir eigentlich zur großen Frage aus Runde 1, Van Gerven oder Littler. Van Gerven hat ehrlich gesagt die letzten 10, 12 Monate phasenweise echt nicht überzeugt, phasenweise mal wieder gut gewesen, aber die Titel fehlen einfach bei ihm. Für Littler, ja, der ist einfach gut in Form, man weiß, was er kann. Van Gerven, was ihm gefehlt hat, war die Konstanz in Turnieren. Und das Ding ist, in den ersten Spielen hat Van Gerven manchmal einfach noch richtig gut überzeugt und konnte wirklich die Spiele dominant gewinnen und auch mit guten Averages, mit guten Finishes, alles gewinnen. Es hat dann eher hinten raus gefehlt. Und jetzt hat er Glück, vielleicht, ja, dass er eben richtig Bock hat auf dieses Match und diesen Druck verspürt und diesen Druck vielleicht auch braucht. Und für dieses eine Match kann er es, glaube ich, schaffen, diesen Druck in wirklich eine gute Performance umzumünzen. Und er holt sich hier tatsächlich den Sieg
gegen Littler. Wie es danach weitergeht, ist dann immer wieder die Frage bei ihm. Aber ich glaube, er holt sich hier den Sieg gegen Littler in Runde 1. Und das ist ein großes Ergebnis für ihn. Wäre der größte Sieg für Littler über Littler für ihn jemals, bis jetzt zumindest. Und deswegen sage ich, Van Gerven schafft es sich hier zu raffen und gewinnt. Cullen Dolan, hier gehe ich mal mit meinem Underdog. Dolan kann auch jedem wehtun. Hat man letztes Jahr gesehen, hat ja Van Gerven letztes Jahr in Runde 1 geschlagen. Genau das gleiche könnte ich mir auch mit Cullen vorstellen, dass er Cullen hier raushaut. Aber ich gehe mal, weil ich ihn als Underdog genannt hatte, gehe ich hier mit Joe Cullen. Chisnell Ratajski. Chisnell wieder langsam in die Spur gefunden mit seinem European-Titel. Und ich glaube, Ratajski hat mich nicht überzeugt in den letzten Monaten. Deswegen gehe ich hier mit Chizzy. Wobei, da kann es auch wieder 50-50 sein. Wenn Ratajski starke Minuten hat und Chizzy sich wieder denkt, oh, Major-Titel, ich habe noch keinen gewonnen. Ich habe auch jetzt weiterhin keinen Bock, Major-Titel zu gewinnen. Dann fliegt er hier in Runde 1 raus. Ich glaube, letztes Jahr ist er auch direkt in Runde 1 raus beim World Matchplay. Kann ich mir auch vorstellen. Also es ist wirklich hier... Die Predictions können wirklich sehr wild sein, vor allem jetzt nach der ersten Runde. Ab da kann wirklich alles passieren, bin ich ganz ehrlich. Also das wird extrem hart für mich zu tippen und ich denke mal, ich werde ganz viele Fehler drin haben. Wright Gilding, ich glaube, Wright gewinnt hier noch das erste Match gegen Gilding. Ich glaube, den letztes Jahr auch schon gegeneinander gespielt in Runde 1. Da, glaube ich, ähnliche Situation, deswegen auch hier, glaube ich, macht es Wright. Kann aber natürlich auch hier wieder sein. Ich sage es bei jedem Spiel gefühlt, es kann in die andere Richtung gehen, weil wenn Wright wieder wirklich unterirdisch spielt, 10-mal die Darts wechselt, auf einmal mit 5 cm Darts wirft, dann war es das auch wieder gefühlt, ne? Aber gut, ich gehe hier mal mit Wright. Michael Smith, Gary Anderson, 50-50. Ich muss einfach weitermachen mit meiner Prämisse hier. Die Spiele sind unfassbar knapp zu tippen. Wer macht es jetzt hier? Wer ist in besserer Form? Kann man jetzt sagen, Michael Smith hat den World Cup gewonnen, hat dadurch wieder sein Selbstbewusstsein gestärkt und wird jetzt richtig gut beim World Matchplay sein. Allerdings ist Gary Anderson, wenn man die Form anguckt, klar der bessere Spieler, hat schon Titel gewonnen in diesem Jahr. Es ist für mich so ein 50-50-Ding. Ich sage einfach mal, ich gehe mit dem kleinen, wahrscheinlich kleinen Underdog, Michael Smith. Ich denke mal, mehr werden Gary Anderson voten weiter. Ich gehe mit Michael Smith tatsächlich einfach durch den Fakt World Cup gewonnen, nimmt dadurch Selbstbewusstsein mit, schlägt hier Gary Anderson. Dobie Attaus, Dobie ist einfach so konstant. Ich glaube, der macht das hier. Attaus ist ein ekliger Gegner, auch hier positiv gemeint mit ekliger Gegner. Ich glaube aber, auf der großen Bühne wird es noch nichts für Attaus. Das ist noch zu viel, vor allem gegen einen so starken, konstanten Dobie. Cross Van Veen. Boah, auch schwierig. Müsste ich jetzt mal abwägen, weil Cross eigentlich gut in Form in den letzten Wochen bzw. Monaten 2 Titel gewonnen. Van Veen aber unfassbar gefährlich. Ich glaube aber beim Debüt ist Cross noch ein bisschen groß für ihn. Knappes Match, aber geht dann Rob Cross. Hedda Searle, genauso ein 50-50-Ding. Wobei mich Hedda echt gar nicht überzeugt hat in den letzten Wochen. Beim World Cup wirklich ganz schwach gewesen. Teilweise 70er Average gespielt im individuellen Average. Das war echt nicht gut. Deswegen, ich sag mal, Searle kämpft sich hier weiter. Auch der, wann bekommt der seinen großen Durchbruch? Wann gewinnt der mal einen Major-Titel? Waren wir auch alle irgendwie drauf. Ich sag mal, die erste Hürde nimmt er hier schon. Machen wir weiter mit Humphries Bunting. Gehe ich mit Humphries tatsächlich, würde ich sagen. Der ist einfach, aktuell hat er zu viel Selbstbewusstsein, spielt zu gut. Glaube ich, das wird nichts. Wobei Bunting bei einem Major Humphries in diesem Jahr schon bezwungen hat, bei den Masters nämlich, als er auch den Titel geholt hat. Ist also auch ein knappes Ding. Clayton Schindler. Die Frage ist, kommt Clayton in seiner World Matchplay Form? Kommt er dahin? Und ich sage, Schindler packt es tatsächlich noch. Aber auch hier könnte Schluss sein. Ich sage aber, Schindler holt sich hier den Sieg über Clayton. Und steht dann tatsächlich schon im Viertelfinale. Wow, das wäre schon mal ein Erfolg. Viertelfinale beim World Matchplay hat, glaube ich, noch kein Deutscher geschafft. Deswegen wäre ein mega Erfolg. Price gegen Ross Smith. Bekommt Ross Smith seinen großen Run jetzt bei diesem Turnier? Ich sage, er bekommt ihn. Was heißt großen Run? Viertelfinale schafft er auf jeden Fall. Wenn er Rock packt, kann er auch Price packen, wenn er gut in Form ist. Ich sage, er belohnt sich mal und schafft es hier tatsächlich ins Viertelfinale. Und da der Gegner wird Danny Noppert. Jetzt ist Schluss für Espinel mit seiner Verletzung, die beeinträchtigt ihn dann doch zu hart. Und Danny Noppert schlägt daraus Profit und gewinnt gegen Espinel. Jetzt haben wir hier schon mal sehr interessante Viertelfinals. Machen wir weiter auf der anderen Seite. Ich gehe hier mit Joe Cullen. Komm.
Ich habe mich schon mal umentschieden kurzfristig. Über die Distanz schafft es Cullen van Gerven zu schlagen. Chisnell Wright, kann mir nicht vorstellen, dass Wright weiterkommt als die zweite Runde. Egal, auf wen er da trifft. Mikey Smith, Chris Doby. Doby hat Smith reihenweise schon bei großen Majors geschlagen. Ihm da wirklich, ja, gut was entgegengesetzt. Ich glaube aber diesmal ist Mikey Smith vorne. Könnte aber genauso in die andere Richtung gehen, einfach durch diese Konstanz von Doby. Und er hat ihn schon oft genug geärgert. Auch hier wieder extrem knapp, also der Turnierbaum. Ich bin irgendwie nicht so selbstbewusst, dass das hier alles so klappt, wie ich es hier getippt habe. Aber ich mache einfach mal weiter. Cross und Searle, das ist auf jeden Fall hier ein interessantes Viertel, muss ich sagen. Da kann wirklich jeder durchkommen, gefühlt. Ich gehe mal mit, schafft Ryan Searle endlich mal einen guten Run beim World Matchplay? Oder es ist Cross, der dann doch einfach seine gute Form bestätigt. Ich glaube, es ist Cross. Zack, gehen wir rein. Und damit haben wir dann auch schon die Viertelfinals. Humphries wird dann einen Ticken zu groß sein für Schindler. Ich kann Humphries so früh einfach noch nicht rausnehmen. Vor allem dann über die Distanz. Best of 31 Legs. 31, du brauchst 16, um zu gewinnen. Boah, das ist schon extrem schwierig für jeden, der gegen Humphries spielen muss. Ich glaube, diese große Distanzerhöhung wird einfach extrem schwierig. Ross Smith oder Danny Noppert stehen tatsächlich im Halbfinale. Einer von den beiden. Das wäre schon krass, wenn es einer von den beiden schaffen würde. Die Frage ist jetzt, wen nehme ich? Ich nehme tatsächlich einfach mal Ross Smith. Ich gehe hier mit Ross Smith. Irgendwie hätte ich jetzt von Anfang an nie ins Halbfinale getippt. Aber irgendwie steht er jetzt doch da. Irgendwie. Chisnell Cullen, auch einen von den beiden hätte ich jetzt ganz salopp gesagt, nicht ins Halbfinale getippt. Aber einer wird da stehen. Und ich glaube, es ist wieder Cullen, der Back-to-Back World Matchplay Halbfinals spielt damit. Und das finde ich schon sehr interessant. Da mache ich weiter mit Mikey Smith, der Rob Cross schlägt. Warum sage ich schon wieder Cross? Das heißt Cross. Aber auch hier könnte ich mir Cross gut vorstellen. Aber ich bin einfach mal so optimistisch und sage, dass Mikey Smith echt viel mitnehmen kann von diesen World Cup Sieg und auch das ins World Matchplay bringen kann. Der braucht auch die großen Ergebnisse in diesem Jahr auf jeden Fall. Noch nicht jetzt, aber auf jeden Fall in den späteren Monaten. Muss ja auch spätestens dann im Januar bzw. Dezember seinen WM-Titel verteidigen, wo extrem viel rausfällt aus der Preisgeldrangliste für ihn. Und damit haben wir jetzt hier aber das Halbfinale, ein komplett englisches Halbfinale tatsächlich. Weiß nicht, ob das jetzt so zustande kommt, aber wenn wir jetzt schon hier sind, würde ich sagen, tippen wir auch einfach mal weiter, ne? Wenn wir schon so weit sind. Ich tue mich hier extrem schwierig, aber ich muss eigentlich Luke Humphries nehmen, dass er hier ins Finale kommt. Und die Frage ist, auf wen trifft er im Finale? Ist es ein Joe Cullen oder Mikey Smith? Ich habe einfach zu viel Angst, Joe Cullen ins Finale zu tippen, bin ich ganz ehrlich. Weil es so riskant ist, ganz ehrlich. Der hat hier so einen Turnierbaum, wo er nicht unbedingt durchkommen muss. Und wenn er eine schlechte Form hat, dann fliegt er auch schon direkt gegen Dolan raus. Deswegen, ich gehe hier mal einfach mit Mikey Smith, der sich aus diesem Viertel tatsächlich ins Finale durchsetzt. Und dann haben wir das World Cup-Finale. Oh je, oh je. Die beiden World Cup-Partner, die zusammen den World Cup gewonnen haben, müssen jetzt gegeneinander antreten beim World Matchplay, bei diesem Riesenturnier von Partnern zu Gegnern im Prinzip. Wen nehme ich hier jetzt? Wird Mikey Smith jetzt einen Major-Titel holen? Es ist irgendwie gar nicht in meinem Kopf, dass der jetzt den Major-Titel holt. Deswegen sage ich, Luke Humphries wird World Matchplay Champion. Es ist mein Champion. Im Endeffekt ein langweiliger Tipp. Den Sieger finde ich langweilig, aber ganz ehrlich, wenn man sich den Turnierbaum anguckt, finde ich ihn sehr interessant. Ich habe ein paar risky Picks gewagt und interessante Halbfinals finde ich. Cullen gegen Smith und Humphries gegen Ross Smith finde ich interessante Halbfinals. Bin ich ganz ehrlich, bin ich zufrieden mit. Ich bin, wie gesagt, nicht selbstbewusst, dass das so zustande kommt. Vielleicht kommt er irgendwie zustande. Ich wäre zufrieden mit 2 von 4 Halbfinalisten und dem Sieger, mit dem bin ich sehr zufrieden. Ich denke mal, da macht man aktuell nicht viel falsch mit. Deswegen gehe ich hier einfach mal halbwegs selbstbewusst raus aus der Prediction. Ich hoffe, es hat euch aber gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich ein Like und ein Abo da. Das ist ganz wichtig. Dann verpasst ihr hier nichts mehr. Und schreibt gerne euren Sieger mal in die Kommentare, wen ihr als Sieger tippt. Ansonsten würde ich einfach mal sagen, sehen wir uns im nächsten Video.